Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Wir spielen heute eine Runde Temtem, mit dabei meine werte Mitstreiterin Henna Cat. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend, Henna Cat. Es freut mich, dass wir endlich dazu gekommen sind. Temtem, was ist das? Das ist sowas ähnliches wie Pokémon. Ich werde mich wahrscheinlich auch im Rahmen der ersten Folge das ein oder andere Mal darüber auslassen, dass es nicht nur wie Pokémon ist, sondern, wenn man es ganz genau nimmt, Pokémon ist. Und wir schauen einfach mal, was das Spiel so zu bieten hat. Wir haben jetzt schon zwei fehlerhafte Aufnahmen hinter uns. Das hat nicht so ganz funktioniert aus diversen Gründen, die ich hier nicht weiter erläutern werde. Ich hoffe aber, dass wir es dieses Mal hinbekommen werden. Wir werden euch ein bisschen die Charakterkreierung zeigen, deswegen gehe ich da jetzt einfach mal rein. Hanna, du kannst auch anfangen, deinen Charakter zu machen. Ja. Man hat hier relativ wenig Möglichkeiten. Mann, Frau, ist klar. Ich nehme natürlich den Kerl, logischerweise. Bin ja ein ganzer Kerl, weiß ja jeder. Whatever. Hautfarbe, dann hat man unterschiedliche Laufstile. Ich finde die ersten beiden etwas, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Deswegen eigentlich kommen für mich die beiden in Frage. Ich nehme den. Den massiven. So, Kopfform. Da gucken wir mal, dass wir uns ein halbwegs brauchbares Kinn zuschneiden. Das sieht doch ganz gut aus. Ich brauche auf jeden Fall massive Augenbrauen. So, also so, das geht bei mir jetzt ein bisschen schneller, weil ich habe ja beim letzten Mal natürlich meinen Charakter schon eingerichtet. Ach, du bist jetzt schon drin, oder was? Nee, bin ich noch nicht. Es gibt nämlich leider keine Glatze, deswegen nehme ich meistens diesen Haarstil. Was heißt meistens? Bei den beiden bisherigen Charakterdarstellungen habe ich diesen Haarstil genommen. So ein paar Klamotten oben ohne ist immer cool, aber das machen wir natürlich nicht. Wir wollen ja die Pulli natürlich passend zu den Haaren. Jungen Menschen zu Hause schützen. Schwarz oder grau die Hose? Schwarz, ne? Schwarz. Schwarz wie deine Seele. Die Tasche, so, das dicke Backpack. Die oder die? Wir gehen ja auf Wanderung. Die da. Passend zur Hose. Mit schwarzen und weißen Streifen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So. Dann nehmen wir uns auch noch einen roten Rucksack Hilo, dazu. Henna Cat ist der Name. Ich bin sie, ihr und meine Stimme ist... Ha! Die zweite Stimme nehme ich. Die ha! Weibliche Stimme. Ha! Und ich bin ready. Ich bin auch ready. Ich gehe ins Spiel. Geht's. So, ich habe jetzt mal nicht so viel erklärt. Ich denke mal, hallo? Fertig. Danny, man sieht übrigens meine FPS unten links. Ich hoffe, das stört niemanden. Ja, die kannst du ausschalten. Gehst gleich mal über Escape ins Menü. Das ist aber eigentlich kein Drama. Ja. Was ist denn jetzt hier schief gelaufen? Morgen, ich hatte einen Traum. Ha! Bin nicht ganz sicher, ob er bei mir am Buggen ist. Okay, Server wird neu gestartet bei mir. Oh. Das Spiel hat auf jeden Fall diverse Probleme. Ist halt noch relativ frisch. Das ist erst vor, ich glaube, anderthalb Wochen oder so rausgekommen. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt lande. Ah, okay, ich muss mir den Charakter nochmal machen. Ich glaube, ich habe es mir mehr oder minder gemerkt. Deswegen geht das jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller. Das war dieses Gesicht, diese Augenbrauen. Ich habe grüne Augen genommen, ich habe diese Haare genommen, weiß mit roten Spitzen. Obenrum hatte ich dieses Kostüm an. Wie genau stelle ich die FPS denn aus, mein lieber Freund? Ich glaube, der letzte Reiter ist das irgendwie Leistungs-Bla-Bla-Bla, what? Leistungsstatistik. Ever, ja, so ungefähr. Aus. So, dann nehmen wir nochmal einen Rucksack. Ja, dieses Mal machen wir uns den ganz schwarz. Das sieht doch cool aus. Hilo Kodiak, Stimme 2. Gehen wir mal nach draußen. Ja, vielen Dank. Das sind halt die Nachteile eines neuen Spiels, das ist halt leider so. Wie gesagt, wir kennen den kompletten Anfang, die erste Map haben wir auch schon in- und auswendig gelernt. Ist halt leider so. Wir haben uns dazu entschieden, diese ganzen Dialoge nicht vorzulesen. Wer sie sich angucken will, ich lese das, denke ich mal, in einem halbwegs brauchbaren Tempo. Mir wurde schon, oder ich habe schon gelesen, dass es nicht so ganz auf die Dialoge ankommt. Ähnlich wie bei Pokémon ist die Story relativ flach. Da gibt es nicht ganz so viel zu sehen. Von daher... Oh, eine Tempedia. Da ist ein Max mit der Zunge draußen. Okay, es geht los. Der Professor. Hanno und ich haben das schon mal ausprobiert. Wir können anscheinend erst ab der ersten Stadt zusammen teamen. Bis dahin laufen wir leider alleine durch die Gegend. Deswegen jetzt aktuell halt noch eine View. Also wir werden natürlich schneiden zwischendurch, aber wir laufen halt nur alleine über den Bildschirm. Das Ganze ist halt angeblich ein MMO, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt halt eine große Welt. Die wird wahrscheinlich in Bereiche instanziert sein, nehme ich mal ganz schwer an, aber... Mit M die Karte wow, ganz öffnen. Da ist hier. Dann ich liebe ja dieses... Heimatdorf. Hier unten rechts wohnt der Professor, natürlich im größten Haus, ist klar. Werde ich jetzt hinrennen? Er möchte ja etwas von mir, hat er gesagt. So, und zack.
Da stehen sie ja. Okay, können wir dich dorthin begleiten? Ha! Oh! Oha! Oh! Oh. Die sind sehr selten. Und zack, Max hat eins. Na klar. Junge, wie schnell tippst du dich da denn durch, ey? Ich bin jetzt gerade erstmal mit dem Gespräch mit den Leuten hier am Ende. Ja, das Problem ist, ich hatte halt keinen Bug zwischendurch oder keinen Lag oder was auch immer. Lag, Bag, Walk. Genau. Let's go! Ich weiß zumindest, wo das Professorenhaus ist. Hallo! So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich für das Mental-Temtem entschieden. Ja, bla 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 aufzureden. Hautschick. Hautschick. Es ist stark. Ich will auch ein Digital-Temtem haben. Ja, dann mach doch. Warum kriege ich das nicht? Ja. Kannst du doch. Ach so, digital. Digital, ja, Hanna. Digital. Digital kriegst du nicht. Autschik. Ich weiß schon, welches ich nehme. Das ist vorsichtig. Oh, und zwar wird ein schlafendes Ziel angegriffen, wacht dieses nicht auf. Das ist die besondere Stärke. Kommt in mein Team, wird nicht umbenannt. Let's go. Zeit loszugehen, Kinder. Dann gehe ich mal durch. Mein neues Temtem kann ich mir ansehen. Dann wollen wir mal auf die Fresse kriegen. Den Kampf habe ich schon zweimal bestritten. Ich kann mir schon mal angucken. Bisher habe ich natürlich nur meinen Hautschick da drin. So. Ich glaube nicht, ich bin etwas Bessere. Hm, was machen wir dann mal? Nagel oder Glasklinge? Wie ist schnell? Egal. Hä? Sagt er, wie schnell klickst du dich da durch und jetzt ist er weiter als ich. Voll ins Gesicht. Oh Mann, ich bin fast angefangen. Oh mein Gott, ich brenne. Ja, leider kann ich nur dieses. Hat gegen dieses Drecks-Temtem auch einfach keine Chance, ne? Diese beiden Angriffe kann ich in der ersten Runde noch nicht machen. Die sind noch. Die kann ich anscheinend nur jeden zweiten Angriff machen. Du hast gewonnen, Max! Mit diesem Digital-Temtem. Hier sieht man, wie viel Ausdauer das verbraucht hat. Ja, okay. Und jetzt hat er meine LP komplett. Meine HP komplett auf 0 reduziert und man wird ohnmächtig. Haben wir einen komischen Kakadu bekommen hier. Supi, toll. Tubai, toll, toll. So, ja, komm, ab ins Team hier. Jetzt bekomme ich, wie Danny gerade auch schon, den Tukan. Tubai. Der ist Spielverderber, das bedeutet, wenn er mehrere Ziele trifft mit einer Attacke, dann ist der Schaden um 25% erhöht. Auch der kommt ins Team. Ihr müsst nur nach Norden, dann treffen wir uns wieder. Hört zu, der Weg ist voller Temtem. Ein paar Temtem-Karten, um nochmal ein paar Temtem zu fangen. Alles klar. Ein paar Temtem-Karten, um ein paar Pokémon zu fangen. Ein paar Pokebälle, um ein paar Temtem zu fangen. Haha, alles durcheinander hier. Sehr schön. So, jetzt hol ich mir nochmal kurz eine kleine Quest. Temtem-Karten. Und Salbe bekomme ich zum Heilen. Ich hab mit meinem eigenen Temtem gesprochen. So. Hier stehen gerade ein paar Leute, die auch alle anfangen, wie man sieht. Der Manticore. So. Hier sieht man auf der Map, dass hier eine Quest ist. Die werde ich jetzt annehmen. Anscheinend bei dieser Frau im netten Strandoutfit. Clara. Ich habe dich vermisst. Okay, let's go. Du hast ihn zuletzt gesehen. Und die beiden Idioten, nein, die haben sich komplett verlaufen. Hm. Vielleicht am anderen Ufer, okay. Ich werde ihn für dich finden, natürlich. So. Und jetzt geht es hier oben in die Richtung weiter. Oh, werde ich jetzt noch. Ihr seid in Sadar. Mein Gott, was ist denn los mit euch? Mach ich, okay. Seid so doof. Das ist die Persienküste. Auch hier, wie ihr seht, hohes Gras. Ich glaube, viel mehr gab es ja auch nicht zu sehen. Man kann hier jetzt noch mit den NPCs sprechen, aber. Und hier ist mein erster Kampf. Ich glaube, hier gibt es nicht viel. Pepe. Pepe, der Fischhändler? Ah. Solltest du nicht Fiametta helfen? Ich weiß zwar nicht, woher ich das weiß, aber ich glaube, er sollte eigentlich Fiametta. Wenn ich mich mal kurz belabern lassen, dann gebe ich davon ja nicht lang. Ist unglaublich gefährlich. Ja, siehst du, boah, ist gefährlich. Hast du jetzt mit allen Leuten in Sadar noch gesprochen? Ich habe mit den Leuten in Sadar, natürlich. Also wie gesagt, die hier sind noch nicht freigeschaltet in der ersten Runde. Hier sieht man, 8 Ausdauer kostet diese Attacke, macht 32 Damage. Und 8. Status Effekt. Oh mein Gott, mein erster Angriff. I don't know. Ich werde angegriffen. Ich greife jetzt mal hier Paharo an. Ja, lass uns kämpfen, komm her. Und hier, Windling ist nicht sehr effektiv, habe ich schon festgestellt. Ist natürlich Flug gegen Flug, ergibt keinen Sinn. So.
Und wenn man eine Attacke benutzt, die zu viel Ausdauer benutzt und man nicht mehr so viel hat, dann nimmt man auch selber Schaden. Sieht man jetzt hier nicht. Ich mache jetzt mal Psi-Welle auf Pigepig. Erstes Turn. Temtem erledigt. Wollte schon Temp-Pokémon sagen oder sowas. Ah, guck mal, gib mir erstmal die EP. Oh, die EP ist mitten im Kampf. Der Neueste. So, jetzt habe ich natürlich beide noch hier stehen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, da gibt es nochmal einen Angriff von dem Gegner. Ich werde es überleben. Ah, ich fürchte, da kann ich gleich nochmal kurz zurückgehen. Oh, wobei, das müsste passen. So, dann kriegt hier Paharo noch einen Tritt ab. Und der wird gewinnt, klingt. Temtem, los! So, 43 Sonnen habe ich gewonnen. Sehr schön. Richtig. Da noch irgendwas? Oh, das war auch nicht effektiv. Hier gibt es nichts. Ihr habt gesehen, hier, ein halb, zieht nur die Hälfte. Mach ich die jetzt noch? So, damit sollte die sind eigentlich nicht, ich will nicht ohnmächtig werden. Also ich ja sowieso nicht, aber meine Temtem wollen nicht ohnmächtig werden. So. Und zack, EP gesammelt. 43 Sonnen. So. Der Kampf ist gewonnen. Dann werde ich mal zu meiner Mama zurücklaufen. Macht euch bereit! Und mich heilen lassen. Was denkst du, im ersten Kampf hast du dich heilen lassen? Ja klar mach ich das, warum nicht? Pussy, ey. Oh, mein Haus war hier ja ganz hinten irgendwo. Das ist es nicht. Ah, ja, hier oben. Ja! Ohnmächtig! Saugeil! Den Kampf habe ich auch so gut wie gewonnen. Achso, die anderen sind ohnmächtig. Easy. Wow, das war ganz schön knapp. So, alle geheilt. Komm, jetzt gibt's mal einen Nagel für dich und ich gebe dir nochmal eine Windklinge. Sehr schön ins Gesicht. Aua. Bist du schon beim zweiten Kampf? Ja klar, ich bin Profi. Läuft bei dir. Ich läuft halt bei mir. So, ich komme jetzt auch in den zweiten Kampf. Bin Temtem-Bändiger Nummer 1. Beim letzten Mal bist du beim zweiten Kampf schon abgekackt, wenn ich mich daran erinnere. Ich bin noch nie abgekackt. Orhan. So, gegen zwei Bändiger. Orhan. Halt dich nicht zurück, gib uns alles! Gib alles, meine ich, gib uns alles. Das ist so eine Art. Oh, gegen die beiden darf ich jetzt kämpfen. Ich glaub hier. Nein! Das war der, der mich beim letzten Mal fertig gemacht hat, ich Idiot. So, dann fangen wir an. Ich will nicht gegen ihn kämpfen, ich bin fast ohnmächtig. Und der macht eine Windklinge. Okay, ich habe nur eine Chance. Ich muss eins von den beiden direkt umklatschen, sonst wird das ganz, ganz eng. Zärtlichkeit. 3 und 4. Dann machen wir mal Nagen auf mein ihn. Angriff und sinkt. Windklinge auf ihn. Oh, oh, oh. Ich habe ein Problem. Na, kackst du direkt wieder ab? Ich glaube, ich werde ohnmächtig, ja. Oh, nur mal Glück gehabt. So, der wird jetzt Windklinge auf den machen. Gönn mir mal eine Salbe für mein Kuwai. Die kriegen erstmal ein schrilles Kreischen ab. So. Wieso hat er nicht beide angegriffen? Ach, dieser Scheiß. Schrilles Kreischen habe ich jetzt bekommen. Folgt die ganze Klasse, das ganze Team. Also machen wir erstmal den fertig. Jetzt habe ich mal HP verloren, ne? So ein Scheiß. Und hier sieht man jetzt, das würde 12 Ausdauer kosten. Ich habe aber nur noch 12. Dementsprechend würde mich das HP kosten. Benutze ich dementsprechend natürlich jetzt nicht. Damit ist das zweite Tatero auch besiegt und ich habe den Kampf gewonnen. Easy. Mein Tuba ist ohnmächtig, aber ist kein Problem, ich schaff das noch. Ich muss das schaffen. Wo war denn jetzt, das erste Mal hier so ein Gegenstand? Hier ist richtig, ja. So, jetzt muss ich gegen den Typ hier mit den blauen Spitzen auch kämpfen. Also ich hab den jetzt schon fertig gemacht, ne? Freut mich für dich, war aber ja anscheinend knapp, wa? Das war nicht knapp, das war easy peasy. War nicht klapp. Ein Vitalapfel, let's go. So. Da jetzt nochmal ein Kampf gekommen wäre, ich war ziemlich dumm aus der Wäsche gekommen. Schrilles Kreischen ist auch noch nicht in dieser Runde ready. Kann ich jetzt in der nächsten Runde benutzen. So, die Mama heilt. Dankeschön. Temtem sind frisch. Und es geht wieder von vorne los. So, die sind aber gemein. So, Tritt werde ich. Auf die Fresse gönnen. Nee, natürlich benutze ich nicht Tritt, sondern Psi-Welle. Da ist der Schaden größer. Nutze ich aber auf diesen Pigepig. Jetzt kann ich nämlich schrilles Kreischen benutzen und langsam aber sicher brauche ich auch mal neue Temtem. Genug Angriff, dass beide damit betroffen sind. Sehr schön, sogar direkt beide ohnmächtig geworden. Das ist doch geil. So muss es sein.
Ich hoffe mal, dass das auf Anhieb klappt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich habe die sonst immer angegriffen bisher. Versuchst du jetzt eins direkt zu fangen? Ja, hat funktioniert. So. Hier liegt was drin. Wird einmal gegengetreten, geht auf. Dann verliere ich selber wenigstens auch keine HP bei dem Kampf. So, den Würfel, da muss ich auch noch holen. Schneller! Ich denke mal, jetzt werde ich auch mich umschauen nach meinem ersten eigengefangenen Temtem. Pokémon! Ja, ja. Ja, hier mit denen muss ich nicht quatschen, da habe ich schon rausgefunden, die haben mich viel zu lang. Thank you! Ich mal kurz hier auf den Steg, da sind auch noch zwei Leute, die auf mich warten. Hallo! Oh, ich glaube, ich habe vergessen, was einzusammeln. Dann halt nicht. So, und ich werde direkt von zwei Temtem angegriffen. Vielleicht kann ich auch direkt beide auf einmal fangen. Auch hier hat man wieder männliche und weibliche. Ist das so? Hat er noch gar nicht mitbekommen? Nö, habe ich echt noch nicht mitbekommen. So, ich fange mit Swali an. Ich hoffe, tatsächlich ist ein weibliches. Kranker Scheiß. Geteilter Schmerz. Oh, geteilter Schmerz. Ich glaube, das bedeutet, dass nicht zwei Attacken auf einmal auf ihn gehen können. Aber kein Problem. Nein, er hat es überlebt. Also überlebt hat das ja sowieso. Er ist nicht ohnmächtig geworden. Er ist nicht mehr ohnmächtig. Starren stört mich jetzt nicht so sehr. So, jetzt werde ich nochmal auf jeden einen Angriff starten und dann müsste ich die beiden auch fangen können. Oh, das sieht ganz gut aus. Kann ich in einem Kampf, das ist natürlich ganz geil, da kann man in einem Kampf direkt zwei Temtem fangen. Um das hier. Das ist nichts für mich. Mein Beutel rein, eine Temp-Karte auf Swali und eine Temp-Karte auf Haharu. Das gute alte Gift-Pokémon hole ich mit, Temtem, sorry. Das gute alte Gift-Temtem hole ich mir jetzt auch noch. Zack, Haharu haben wir gefangen. Wind-Pokémon, Temtem ist das jetzt, sag ich auch schon, Freundschaft. Immun gegenüber den Angriffstechniken von Verbündeten. Ich hoffe nicht, dass Verbündete mich angreifen, aber man kann ja nie wissen. Kriegen wir das auch noch? Also zumindest die schwächeren Temtem muss man anscheinend nicht unbedingt. Bali. Geteilter Schmerz, das ist es. Beim zweiten Angriff in dieser Runde wird der Schaden auf einen Verbündeten umgeleitet. Nature ist es. Auch ins Team umgenannt wird hier gar nichts, habe ich keine Lust drauf. So. Und zack, habe ich zwei neue Temtem. Aber hier muss ich lang. Hier findet sich manchmal ein Gegenstand. So. Damit ich jetzt auch mit allen Vieren kämpfen kann, werde ich jetzt nochmal kurz zurück zu meiner Mama gehen, mich ausheulen und die wird mich nochmal heilen. Ich weiß, ich weiß. Okay. Oh, das war nicht so geplant. Mal gucken, vielleicht ist es... Oh, das Tatero habe ich doch noch nicht. Dann fange ich das. Der will auch nichts von mir. So, das bekommt einen Tritt und einen Picker ab. Leider keine Kletterausrüstung, sorry. Sorry, keine Klettausrüstung dabei. Oh, nochmal ein Vitalapfel. 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 Ja, ja, natürlich wollen die beiden mich wieder angreifen. Mama und Schwester, Tochter sind, glaube ich, oder? Zwillinge. Oh ja, die tödlichen Zwillinge. Okay, sorry. Mama und Tochter kommen später. Voll gemein, dass sie tödlich sein wollen. So, jetzt wird auf Tateru eine Tempkarte geschmissen. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt gerade geantwortet habe. Ich habe irgendwie aus Versehen draufgeklickt. Und Haharu wird. Oh, ein wildes Form. Ein Einhorn mit, hier, ein Nashorn mit Zuckerwatte. Zuckerwatte wollte ich sagen, richtig. Widerstandsfähig. Kann durch Verausgabung nicht kampfunfähig werden. Okay. Machen wir erstmal das Zweierblatt. Neutral ins Gesicht. So, das bedeutet anscheinend, man kann so viel Ausdauer verbrauchen, wie man will. Komplett ohnmächtig wird es dadurch nicht. Oh, der hat aber gesessen. So, ich gehe mich ja jetzt eh heilen, das heißt, ich kann hier so viel, der so lange kämpfen, wie ich gesessen, will. Der Schlag. Mach ich einmal eine Psi-Welle und hier nochmal so ein... Ich weiß doch gar nicht, warum ich dann schrilles Kreischen, zack. Danach dürfte es hoffentlich... Jo, sehr schön. Komm ich noch ein bisschen EP. Und jetzt... Ja, ja, genau. Doppelt Damage, klar, klar. Mami? Der hat noch mehr Viecher! Ach, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein Problem. Ich laufe mal wieder hier zum falschen Haus, natürlich. So, das hier ist das Richtige. Mami, bitte heilen! Ich glaube, ich habe ein richtiges Problem hier. Wieso? Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Weil die Viecher hier die ganze Zeit zwei Temtem holen. Und da ich die auch noch unterschiedlich angreife, habe ich natürlich vergessen, dass die jetzt ja auch schon zwei Temtems haben. Das wird ganz eng heute. Ja gut, du siehst ja auch, wie viele die haben. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Ich achte auf sowas einfach nicht. Das ist das Problem. Denn. Das ist das Problem. So. Kannst du nochmal schrilles Kreischen? Nee. Oh. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Was Neues, was Neues. Oh, das habe ich noch nicht. Kaku habe ich noch nicht.
Das wird natürlich gefangen. Gut Glück gehabt. War zum Glück eine Zweier, Temtem. Sonst hätte ich mich, glaube ich, ziemlich übel verprügelt. Mit einem Tritt. Einmal picken. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Der ist nämlich gemein. Der hat nämlich Gift. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja gleich noch kämpfen. Nein, ja, natürlich, warum denn? Natürlich giftige Sporen. Hat noch nicht so viel gezogen. Dann benutzen wir den Temp-Card und er darf warten. Ja, jetzt reichen zum Fangen. Ins Gesicht! Und? Gerade noch so gewonnen. Kaku gefangen, sehr schön. Damit sind wir jetzt schon bei 6 Temtem, glaube ich. 63 Sonnen geworden. Einschlafen kann er nicht, sehr schön. So, dann laufen wir weiter. Ach, hier geht's gar nicht lang. Hier muss ich lang. Ich bin nicht so ganz sicher, ob die gegen mich kämpfen wollen. Wenn die gegen mich kämpfen wollen, habe ich ein Problem. Wer ist sie denn? Ach komm, scheiß drauf. Weiß, nein! Weiß. So. Die beiden, was wollen die hier? Was machen die hier? Meine Temtem brauchen jetzt auch auf jeden Fall auch erstmal 2 Salben. Okay, anscheinend braucht man Ausrüstung, um da hochzuklettern. Sehr bitter. Kurz danach werde ich geheilt. Dann lass es. Das sind die Zwillinge hier unten, gegen die Danny eben auch schon gekämpft hat. Viel zu viel haben. Die werde ich jetzt fertig machen. Hoffe ich doch mal. Ich bin Sarah und ich bin Lara. Tödlichen Zwillinge. Auf was habe ich denn jetzt gerade das... Scheiße, habe ich jetzt auf Crystal? Ach komm. Die sind selber nicht so verwirrt. Lara? Wer? Ich? Nein? Nein? Ja, okay. Geil! 2x Salbe auf das gleiche Temtem, weil ich es voll verplant habe. Es ist schon wieder so gut, wie ich mir solche Sachen merke. So, ich mache euch da sowieso beide fertig. Homo und Swali. Und? Oh Mann, Leute, das sieht ganz, ganz, ganz übel aus. Ich glaube, der hat sogar... Was Danny bisher nicht gesehen hat, hier unten ist die Anzahl meiner Temtem, hier oben ist die Anzahl deren Temtem. 4 Karten, die haben also 4 Temtem, muss ich ein bisschen aufpassen. So. Mit was ganz Einfachem werde ich hier anfangen. Jetzt ohne Windlinge. Ich hoffe, die ist effektiv. Gesessen. Tatsächlich habe ich ja keine Ahnung. Doch, das sieht sehr gut aus. Nein, jetzt penne ich auch noch! Du dämliches Temtem! Danny scheint ein bisschen Probleme zu haben. Das Gefühl. So. Okay, komm mal eine Glasklinge. Du musst voll ins Gesicht da rein. Giftige Sporen, let's go. Schnelles Kreischen direkt gegen beide. Ins Gesicht, Budi. Damit dürfte Fomu ohnmächtig sein gleich. Sehr schön. Hoffentlich drückt er jetzt nicht das nächste Temtem raus, dann habe ich wieder ein Problem. Ja, komm, das passt. Machen wir fertig hier. Dann kommt das nächste Seipat. Voll ins Gesicht. Okay. Hit nutze ich. Wow. Priority, okay, Defense up. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Sehr wie nice. Schnell die Angriffe sind. Okay, schrilles Kreischen kann ich natürlich gerade wieder nicht benutzen. Ich gehe mal auf. Ach komm. Ich gehe mal auf Risiko. Oh, ich glaube, das war zu viel für mein Tuvai. Ich glaube, da werde ich mich gerade selber verletzen. Ja, ich mache hier schon wieder richtig tolle Sachen. Jo, da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Das war blöd. Oh. So. Blase benutzt. Blase. Kann ich gerade noch benutzen. Pick. Tuvai hat sich überlastet, kann dementsprechend nicht kämpfen diese Runde. Hat sich das Temtem selber rausgeknallt und mein anderes Temtem kriegt mal eben 3 Level. Fürs Pikipik hat's gereicht. Oh, oh, oh. So, Tuvai ruht sich aus. Gut. Und jetzt wird das... Oh, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet und werde mich wieder überlasten. Ach, Glück was? Gehabt. Glück gehabt, dass ich der Hautschick gar nicht mehr angreifen musste. Bitte heile meine Temtem. Okay. So, tatsächlich werde ich jetzt das erste Mal auch eine Salbe anwenden. Für mein Hautschick. Hier kann man auf jeden Fall das Temtem heilen. Das habe ich jetzt gerade gemacht, beziehungsweise alle Temtem geheilt. Dann ist die Sache auch schon erledigt. So. Damit ich hier klarkomme, weißt du? Weil was kann man hier denn kaufen? Duft will ich nicht. Warum nehme ich die beiden hier? Salbe ist ein bisschen teuer. Ach komm, Chavirone. Let's go! Hätte ich gewusst, dass es nur noch der eine Kampf ist, habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht. Dann hätte ich wahrscheinlich keine Sorge. Das wollte ich gar nicht. Aber gut. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Brillant. Dass du die Salben benutzt hast, obwohl du... Nee. Ich bin schon wieder irgendwo rübergesprungen, wo ich nicht überspringen wollte. So, hier wird die Windklinge... Nee, komm. Nächster Kampf. Picken. Let's go. Okay, das war ein langer Weg.
alle Leute wollen einfach nur kämpfen. Also das System ist halt genau das gleiche wie bei Pokémon. Du rennst durch die Gegend, wirst von irgendwelchen Leuten zum Kampf herausgefordert und musst auf jeden Fall kämpfen. Das ist echt Wahnsinn. Voll gemein eigentlich. Die greifen mal einen einfach an. So, Glasklinge, das ist das gefährlichere Temtem auf jeden Fall. Wow. Oh, Wasserklinge, war stark, du. Na, hat so einen ekelhaften Gifteffekt. Zärtlichkeit habe ich gelernt. Sehr schön. Weiß ich noch nicht, ob ich das benutzen werde. Aua! So, und jetzt vielleicht war es doch nicht das gefährlichere Temtem. Wenn der pickt, zack, dann müsste er weg vom Fenster sein. Erledigt! Sehr schön. Die beiden sind besiegt. Nicht so viel Damage gemacht. Was hat diese nette Dame denn zu sagen? Komm mal doch mit Temtem. Wer soll denn dagegen kämpfen? Bitte heile meine Temtem. Alles klar. Sky is down. Downisa! Downisa! Voll in sein Gesicht, das hat aber mal richtig wehgetan. Leider gibt es hier in-game keine richtige Anzeige, wann man doppelten Schaden macht und sowas, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal heilen. Doppelten Schaden wird nicht angezeigt. Ja, manchmal ist es grün unterlegt, manchmal ist es rot unterlegt, aber auch nicht jedes Mal. Halber Schaden wird auf jeden Fall angezeigt, aber... So... Nein, mir geht's gut. Alles klar. Oh, zack. Will dann natürlich kämpfen. Komm mal hier auf den Steg. Nein, das war ja noch eine Herausforderung. Oh, ein das wollte ich doch gar nicht. Okay. Na gut, dann komm. Dann mache ich dich auch noch mal eben fertig. Ganz entspannt, komm schon. Komm, du siehst doch mal aus. Was ist das überhaupt? Das ist eine sehr hohe Priority. Das mache ich jetzt trotzdem mal. Warum steht die da noch vorne zu vorne? So stark. Das ist das Gefährlichere. Oh, die gibt Dingen Sporen. Die sind doch immer so gemein. Pick macht halt überhaupt keinen Damage irgendwie. Ja, das ist eine richtig langweilige Attacke. Und schrilles Kreischen. Zack, mal gucken, wie weit wir da. Frizzle hat auf jeden Fall Power. Wow, das war auf jeden Fall stark gegen Skyle. Sehr schön. Ja. Jetzt benutze ich natürlich schrilles Kreischen nur gegen einen, aber egal, der ist auch ohnmächtig. Das ist sehr gut. Mein Gott, wie viel Temtem hat der denn? Machen wir mit denen auch direkt wieder fertig, dann landen wir mal. Der laden wir mal den Paharo mit ein. Er kriegt einen Tritt. Paro, mach dich bereit! Ins Gesicht! Ein Viertelschaden, oh, das ist aber sehr, sehr wenig. Macht auf jeden Fall wieder guten Damage. Oh ja, macht alles guten Damage. So, nicht mehr vergiftet. So, eine Psywelle kriegt er ab und dann halt einen Pick. Dann sollte der auch da sein. Guck mal, das Picken hat schon gereicht. Nein, da hat er das noch überlebt! Warum, du dämliches Temtem? Warum bist du so gemein zu mir? Oh, 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 da habe ich wieder was gesehen. Zwei Temtem verloren. Unlocked. Oh, die habe ich aber beide schon. Deswegen bin ich jetzt mal ein Feigling und verpiss mich aus diesem Kampf. Oh, da wird weggerannt. Rennt davon. Upsi. Hat hoffentlich keiner gesehen. Ah, hier ist auch nichts mehr. Weiß nicht, was das ist. Aber es sollte eigentlich reichen. Dann gehe ich mich mal wieder heilen. Weil da habe ich ja schon ein bisschen was abgefunden. Und Seip hat auch noch ohnmächtig. Dankeschön. Sehr nett. So, hier kann ich wohl auch aber einkaufen. Aber die hat mich fast verprügelt, ey. Ich muss, glaube ich, jetzt nochmal zurück zum Heilen. So, jetzt werde ich noch ein paar Temp-Karten kaufen. Schadet ja. Oh, das ist so viele jetzt auch wieder nicht. Schadet nee, ja aber nicht. Lang. Ich habe mich verlaufen. Solange wir so dicht bei dem Ding sind, kann man das, denke ich, mal ganz gut nutzen. Muss man gerade gucken, wie weit der Weg noch ist. Also hier oben ist der Stadteingang. Ist auch nichts Spannendes. Haben wir die Hälfte geschafft. Oh, der will kämpfen. Jo, machen wir mal eine praktische Übung, mein lieber Freund. Enthusiastischer Gegner. So runterfällt. Macht euch bei. Kann man hier auch irgendwo ein Pikachu finden? Denke nicht. Schade. Okay, der Inhalt befindet sich in Arbeit. So, mal gucken, ob die Windklinge hier was anrichtet beim Seipad. Da ist nochmal ein kleiner Kasten. Ether! Ja, gar nicht mal so schlecht. Oh. Die Dame habe ich gerade schon besiegt.
Da haben wir einen guten Teil übersprungen. Die Psywelle ist ganz gut, die nutzen wir mal natürlich. Hier. Und das schrille Kreischen natürlich. Sehr eloquent. Nein! Kämpfe! So, die sind beide weg vom Fenster. Oh, diese Butterbienchen da, die Butterbienchen meine ich, die habe ich auch schon gesehen. Fifki. Oh, das ist ein kleiner Hai oder sowas. Okay, mein Team hat zu hohe Level. Macht halt überhaupt keinen Damage, ne? Dann können wir ja mal einen neuen einwechseln. Immer so ein paar Haro Level 4. Doch, es scheitert! Kaku Level 2, die kriegen doch bestimmt, die kriegen den zusammen. Das Klinge tut weh, machen wir doch mal genauso. Ganz easy peasy. Hoffe ich mal, dass das klappt. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man zwei hat, kann man beide gleichzeitig wechseln. Der kann natürlich mit einem Temtem immer nur einen angreifen. Genau. Genau, Hannah. Macht auch nur die Hälfte an Schaden. Sehr schön. Zack. So, ich denke, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Aufnahme angekommen, Hannah. Bist du gerade fertig mit deinem Kampf? Noch nicht. Dann hast du Pech gehabt. Aber du kannst ja trotzdem schon mal genau. Die Verabschiedung machen. Deswegen verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug ins Reich von Temtem hat euch gefallen. Ich denke, wir werden in der nahen Zukunft mehr Episoden davon abdrehen. Wahrscheinlich nicht ganz so regelmäßig, also jetzt nicht alle zwei Tage oder so. Da verfehlt uns dann doch leider einfach die Zeit. Wenn ihr Bock habt, mal live mit uns zu quatschen oder so, kommt gerne auch auf unserem Twitch-TV-Channel vorbei. Dort heißen wir ebenfalls HilosTV. Da seht ihr dann auch den lieben Floschbett ausnahmsweise mal zocken. Hannah, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Nee, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es hat euch Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was dieses Spiel noch bringt. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.